Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge hier beim Karrieremodus mit dem FC Hansa Rostock. Ja, wie man hört, irgendwie, ich weiß auch nicht, ich war erkältet, es ist besser und jetzt kommt auf einmal die Heiserkeit. Ich glaube, man hört so ein bisschen an meiner Stimme, also tut mir leid schon mal deswegen, aber trotzdem hält mich das natürlich nicht davon ab aufzunehmen, weil ich auch richtig, richtig Bock habe. Weil hier einfach die heiße Phase anbricht bei uns. Es steht das Champions League Halbfinale an gegen Inter Mailand, den Stadtrivalen, gegen die, die wir gerade rausgeschmissen haben. Wieder im San Siro dürfen wir antreten. Aber wir gucken zuerst mal uns die Nachrichten an. Das haben wir nämlich in der letzten Folge noch verpasst. Und wir haben ein paar Scout-Berichte und da gehen wir mal ganz kurz durch. Und ich muss ganz ehrlich sagen, bisher ist tatsächlich noch nicht so viel Gutes hier passiert, leider. Der sieht ganz okay aus, tatsächlich Potenzial, technisch. Wir können mal ganz kurz gucken, was wir dafür so weggeben. Der ist halt krass, ne? Der ist halt auch krass. Boah, das ist ganz schön schwer. Wir nehmen mal ihn hier raus. Jugendspieler freigeben. Jawohl. So, und dann nehmen wir mal hier den Boubacar Owusu mit. So, die können auch alle oder werden auch alle abgelehnt. Da ist tatsächlich bisher nicht so gut was dabei. Der sieht eigentlich ganz ordentlich aus, aber der hat auch schon zu wenig Gesamtstärke jetzt schon zum Anfang irgendwie. Gut, aber dann legen wir doch einfach mal los. San Siro, es steht an gegen Inter Mailand. Da gucken wir uns doch mal das Team an. Wir haben schon in der Vorschau eben gerade mal durchskippen sehen. Koundé spielt dort, Rashford, Dumfries, Goretzka, Martinez, Castells im Tor. Harry Kane auf der Bank. Ja, Flügelspiel forcieren sie, wichtiger Defensivspieler ist Koundé, wichtige Offensivkraft ist Joao Neves. Wir hatten die meisten Tore. Feliz. Den würde ich mir mal, glaube ich, gerne angucken. 87. Das ist natürlich sehr strong. Und 24 ist der Junge. Das ist natürlich sehr heftig. So, dann wollen wir mal zur Pressekonferenz. Let's go. Die Fans beider Teams glauben an die Chance auf den Finaleinzug. Es wirkt wie ein sehr ausgeglichenes Duell und es geht hier auch um eine Menge. Wie zuversichtlich sind sie, dass sie die Nase vorn haben? Wir sind bestens vorbereitet, so wie immer. Wir haben alles analysiert, wir haben Inter Mailand beobachtet. Wir kennen ihre Stärken, wir kennen ihre Schwächen und wir werden so natürlich das Spiel angehen. Im letzten Spiel gab es einen deutlichen Sieg. Wird das die Moral von Inter Mailand beeinflussen? Zahlenspielchen sind mir absolut egal. Wir schauen natürlich wie immer nur auf uns. Aktuell sind sie richtig gut drauf. Gehen sie davon aus, dass das auch in den nächsten Spielen so weitergehen kann? Naja, hoffentlich, ne? Hoffentlich. Aber wir müssen konzentriert bleiben. Wie gesagt, auf uns schauen. Versuchen, nicht selbst die Fehler zu machen. Und dann kriegen wir das hin. So, und dann wollen wir doch mal reingehen. Anstoß. Wir haben ja unser Team ordentlich erholt und eine Pause gegönnt. Deswegen, das wird tatsächlich direkt unser Team sein. Und dann würde ich doch einfach mal sagen, herzlich willkommen beim Champions League Halbfinale im San Siro. Es trifft Inter Mailand auf unseren FC Hansa Rostock um 21 Uhr am 1. Mai 2029. Schiedsrichter ist Gisbert de Clare und ich wünsche euch ganz viel Spaß. Wir sehen uns gleich in Game. Bis gleich. Und damit herzlich willkommen zur Champions League. Ich liebe diese Hymne einfach und es geht rein. Inter Mailand darf anstoßen. Und ich hoffe, wir können hier vielleicht das Hinspiel, eigentlich finde ich das ganz geil,
dass wir das Hinspiel tatsächlich erst auswärts ran dürfen. Ignacio, gut gemacht. Thuram, oh, sehr schön. So, Manu Kone. Sieb auf Duck. Duck ist ganz schön fix. Duck ist fix. Und dann macht er das 1:0. Oh mein Gott, fünfte Minute. Und es steht schon 1:0 für Hansa. Einfach mal das San Siro leise gestellt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wir haben den besseren Start. Wir kommen einmal mit dem Konter nach vorne. Und dann kommt der gute, gute Chip-Pass von Sieb in den Lauf von Duck. Duck ist durch und das lässt er sich natürlich nicht nehmen. Dafür ist er einfach zu krass. Einer der stärksten der Welt, wie ich finde. Und wir haben ihn in unseren Reihen schon jetzt eine relativ lange Zeit. Wir haben ihn entwickelt. Der nochmal in der Blütezeit seines Lebens ein richtiges Hoch erlebt hat. Was richtig, richtig geil war. Oh, Dumfries, der ist ganz schön fix. Flanke rein, aber den haben wir. Und da ist Duck wieder. Duck wieder. So, auf Sieb. Sieb und wieder auf Duck. Das gibt's doch gar nicht. Duck und Sieb, die machen einfach gerade Inter fertig. Und da steht es 2:0. Oh mein Gott, wir sind so hart auf Kurs. Und wir haben auch gerade gesehen, Gin Tonics, 150 Karrieresiege haben wir gerade hinter uns. Und Duck schraubt am 151. Oh mein Gott. Das Stadion weiß gar nicht, was hier abgeht. Die Hansa-Fans wahrscheinlich noch gar nicht vollzählig im Block. Und es steht einfach schon 2:0. Und das ja nicht irgendwo. Und auch nicht gegen irgendwen. Sondern wir spielen UEFA Champions League, Freunde. Und das gegen Inter Mailand. Ey, ist das geil. Ist das geil. Wir sind aktuell in einer wirklich bestechlichen Form. Und das war kein Foul. Okay, spannend. So, Manu Kone. Manu Kone. Schöner Pass auf Gusto. 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 Oh mein Gott, da wollte er wieder auf Duck passen. Das wäre auch der Wahnsinn gewesen, wenn das jetzt einfach der Hattrick. Einfach der Hattrick gewesen wäre. So, Parfundi. Oh, versucht hier schön Sieb einzusetzen, aber schafft es leider nicht. Van Hoijsden. Also, Inter hier gewaltig unter Druck zu Hause. Kökçü auf Rashford. Van Hoijsden. Oh, schade. Schön dranbleiben. Joao Neves, da ist er. Den haben wir uns gerade angeguckt. Oh, Dumfries. Dumfries ist auch richtig fix, ne? Und da steht es 2:1. Rashford. Och, Mensch. Verdammt. Mit dem Kopf. Er zeigt sogar an, mit welchem Körperteil er das Tor geschossen hat. 2:1. Ja, da sahen wir nicht gut aus. Malo Gusto, oder wer war's? Der sich da nicht so gut durchsetzen konnte. Das war Malo Gusto per Kopf. Eieiei. Da hätte natürlich auch der Torwart rauskommen können, ehrlich gesagt. Und vielleicht den Ball abfangen können, aber tja, da steht es leider wieder 2:1. Anschlusstreffer. Natürlich jetzt wieder sehr gefährliche Situation für uns. Oh, stark von Goretzka. Oh, Malo Gusto wird hier komplett umgehauen von Rashford. Also, da kann Rashford aber auch schon mal die Gelbe für sehen, würde ich fast behaupten. Aber zum Glück ist nichts Schlimmeres passiert. Hat er auch gesehen. Bisschen übereifrig, der Kerl. Parfundi. Parfundi. Schade. Manu Kone auf Thuram. Und dann kommt hier Duck, Duck. Was? Latte. Das war ja auch krass. What? Fast mit dem Dreierpack jetzt schon. Also Inter Mailand hier richtig Dusel. Schade. Oh, da hätten wir auch drankommen können, ne? Komm, hol die Thuram.
Joao Neves. Sehr schön, Ignacio, komm. O'Reilly, come on. Oh, Goretzka, ey. Also der ist gerade abfangtechnisch ist er richtig im Modus. Oh, Duck. Stibitzt sich hier gut den Ball. Nein, und versucht ihn rüber zu spitzeln. Dann wäre einfach sieb frei vom Tor gewesen. Ach, du große Neune. Oh, Rashford. Der ist ganz schön schnell. Rashford. Und 2:2. Uff. Vorsprung wieder egalisiert. Inter Mailand bleibt dran. Wir konnten sie gerade zu Beginn richtig gut schocken in ihrem eigenen Stadion, was auch richtig wichtig war, einfach das Stadion einfach mal auf still zu stellen, ne? Aber von 0 auf 100, Freunde. Sehr, sehr schade. Müssen wir natürlich aufpassen. Aber das ist halt Unterschiedsspieler, ne? Unterschiedsspieler Rashford ist halt insane. Na, da hätten wir auch gerade schon 8-mal wieder drankommen können, ne? 2:2 zur Halbzeit. Ich glaube, Inter kann hier tatsächlich sehr zufrieden sein. Einmal hatten wir auch echt ein bisschen Pech, dass der Ball gegen die Latte geht von Duck. Schade, ey. Sonst steht es hier einfach schon 3. Gut, sonst hätte zu dem Zeitpunkt 3:1 gestanden. Wir haben aber auch sehr wenig Ballbesitz. Was ist denn da los? Uff, das ist ja auch richtig schlecht. Na gut, da versuchen wir jetzt mal in der zweiten Halbzeit ein bisschen ordentlicher zu spielen, ein bisschen mehr Ballbesitz zu haben. Aber natürlich nicht einfach gegen so ein Top-Team, ne? Also muss man halt auch mal ganz ehrlich sagen, tatsächlich. Pafundi. Sieb. Und Sieb, jawohl, 3:2. Der Abpraller direkt wieder verwandelt. Seinen eigenen Abpraller macht er damit rein. Und wir gehen wieder in Führung. Kommen hier viel, viel besser aus der Hälfte. Sehr schön mit unserem ersten Angriff. Und jetzt heißt das nur mal so ein bisschen länger die Führung behalten. Das wäre so gut, ne? Den eigenen Abpraller verwertet. Richtig, richtig gut. Schön, 3:2 für uns. Und ein bisschen auf Rashford aufpassen. Oder hoffen einfach, dass er ausgewechselt wird. Wäre natürlich das Allerbeste. Oh ja, das war auch schon wieder so ein Ding, ne? Sorry. Kann ich da auch vielleicht den Ball sonst haben? Ja, Malo Gusto. Strong. Oh, schöner Pass auf Kerkis. Schöner Pass auf Kerkis von Pafundi und Kerkis macht ihn. Jawohl, 4:2 in die lange Ecke. Was ist denn mit dem gegnerischen Torwart los, ey? Ich glaube, der ist auch ziemlich klein. Ich glaube, der kommt dann ganz viel gar nicht ran. Ah ne, es ist Castells, ne? Na gut, Castells kommt an ein paar Sachen ran. Hä, was ist das denn? Das ist ja crazy. Ich muss auch immer noch sagen, ich finde es ja auch immer noch total ungewohnt, jetzt mal wieder auf Real Life bezogen, dass Castells tatsächlich nicht mehr bei Wolfsburg zockt. Ganz ungewohnt. Duck. Setze ich hier klasse durch. Duck. Auf O'Reilly und was macht der denn da? Ich hätte aber eigentlich auch gedacht, dass da Sieb vielleicht hinkommt, aber nope. Goretzka zieht an Malo Gusto vorbei. Das kann aber wohl nicht wahr sein. Warum ist der denn so viel schneller? Hallo? Aber Lopez ist auf dem Posten zum Glück, ey. Junge. Also das ist manchmal auch wirklich weird. Finde ich. Gusto, Thuram. Sehr gut. Duck. Oh mein Gott. Und dann der berühmte Konter von uns. Dafür sind wir richtig bekannt. Duck. Duck macht den Dreierpack. 5:2. Dafür sind wir, glaube ich, so bekannt als Hansa. Schon seit Jahren bleibt Duck einfach vorne stehen. Und wenn der den Ball bekommt, dann ist der einfach weg. Der ist einfach weg. Da kommt keiner hinterher. Sehr, sehr schön. 5:2. Wir sind wieder auf dem besten Weg, Handballergebnisse zu erzielen. Aber hey, ist mir egal.
Ist mir egal. Solange wir die Spiele gewinnen, Freunde, ist mir das alles total Banane. Banane, du Pflaume. Feliz. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Wird natürlich anders geschrieben. O'Reilly. O'Reilly, sehr gut. Was ist jetzt los? Oh, faul. Oh, Mensch. Okay, dann können wir aber auch wechseln. Komm. Aber wen wechseln wir? Brauchen wir gar nicht. Alle noch einigermaßen. Also ausgeruht als unsere Bank auf jeden Fall. Sorry, da war ich gerade einmal ordentlich am Husten. Richtig guter Freistoß von Rashford. Eckball Rashford. Aber Lopez auch. Oh, Latte. Eieieiei. War da Lopez noch dran? Gabriel Jesus mit dem Kopfball gegen die Latte. Was ist denn da passiert? Huch. Warum kam der denn da so ungestört köpfen? Ja, der Pass war auch eine Katastrophe, Freunde. Oh, aufpassen müssen wir jetzt hier. Nein, und wir rennen da weg vor, ey. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Pafundi holt sich hier den Ball. Komm. Ignacio, gut gemacht. Manu Kone und Sieb. Oh, will hier einfach schön mal Augusto schicken, ne? Ach, du große Neune. Da ist Rashford durch. Aber Lopez kommt raus. Ist auf dem Posten. Oh mein Gott. Nice. Sehr gut gemacht. Sehr, sehr gut gemacht, Freunde. Oh. Schön, komm. Sag mal, da werden wir nochmal hier umgehauen oder was? Ja, Gabriel Jesus auch wieder übermotiviert. Also jetzt wird langsam Inter scheint frustriert zu werden. Schön auf O'Reilly, 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 auf Sieb und Sieb und Castells hat ihn nicht. 6:2. Oh mein Gott. Also jetzt wird's richtig eindeutig. Jetzt wird's richtig eindeutig. Uff. Inter Mailand wird hier komplett im San Siro geputzt, Freunde. Geputzt werden sie. Sehr, sehr schön. Genau so wollen wir das. Sieg. Jawohl. Unsere Fans sind schon im Modus. Sie wissen, worauf es hinauslaufen wird gerade. Oh Gott, Malo Gusto, einfach zu entspannt, ne? Zu entspannt hier. Oh, Gabriel Jesus am Tor vorbei. Gott sei Dank. Lopez hier tatsächlich mit keinem großartigen Fehler, wie ich finde. Lauf doch weiter. Malo Gusto. Malo Gusto. Malo Gusto. Schön. Wollt ihr nochmal flanken auf O'Reilly? Schade. Schade, schade, schade. Dumfries. Schade. Dachte, da kriegen wir nochmal den Ball, aber Satz mit X, das war wohl nix, wa? Oh. Oh, was? Oh, Jen, ey, stark. Oh, und dann wieder Ball, direkt wieder weg. Kökçü. Thuram, ey. Einfach zu gut. Einfach zu gut, der Thuram. Was, das war jetzt ein Foul? Okay. Wundert mich ein bisschen. So, Rashford nochmal mit dem letzten Freistoß. In die Mauer. Oh. Und Lopez hat ihn sehr schön und er pfeift ab. Der Schiedsrichter pfeift ab und es steht 6:2 für unseren FC Hansa Rostock. Duck mit 3 Toren. Sehr, 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 sehr schön. Nice one. Also wir nehmen Inter Mailand komplett in ihrem eigenen Stadion auseinander. Ballbesitz hat sich auch verbessert. Inter aber auch recht viele Schüsse gehabt. Aber wir waren effizienter. Wir waren viel effizienter unterwegs. Duckspieler des Spiels. Sehr schön. Also wir sind einen gewaltigen Schritt im Finale näher. Wenn jetzt noch Dortmund gewinnt, das wäre ja sowas von unendlich lustig. Glückwunsch zu diesem überzeugenden Sieg. Damit ist FC Hansa Rostock doch so gut wie weiter. Oder?
Gefeiert wird erst im Rückspiel zu Hause. Genau so sieht das nämlich aus. Dreierpacks sind heutzutage eine Seltenheit. Wie haben Sie die Leistung von Duck gesehen? Ja, ist ein absolutes Vorbild, ne? Also, was soll man da dazu noch sagen? Nach den 6 Hansa-Toren war es am Ende ein komfortabler Sieg. Hätte das Ganze aus Ihrer Sicht heute auch anders ausgehen können? Ja, natürlich. Ehrlich gesagt hätten Sie auch ein knapperes Ergebnis verdient, aber wir waren einfach richtig gut und haben nicht aufgehört. Duck erzielt Dreierpack bei Rostock-Sieg. Sehr, sehr schön. Ich wollte jetzt ganz gerne nochmal gucken hier. Wie hat Dortmund denn gespielt? Ah, hat noch nicht gespielt, okay. So, dann schauen wir jetzt nochmal. Das wäre ja so krass, wenn wir ein deutsches Finale hätten. Dortmund gewinnt gegen San Sebastian 3-2. Uff, uff, uff. Das Champions League-Finale wird einfach vielleicht gegen Dortmund sein. Ich habe mich vollständig von meiner Schulterprellung, Verletzung erholt und hoffe, dass ich heute wieder zur Mannschaft gehöre. Ich setze dich bald wieder ein, aber jetzt noch nicht, du. Es ist noch nicht, Mann. So. Jetzt muss ich kurz überlegen. Also, Dortmund. Also, wie viele Punkte sind noch zu spielen? Es sind noch 9 Punkte. Wir haben gerade 9 Punkte Vorsprung, wenn ich das richtig sehe. Das heißt, noch einen weiteren Punkt und wir sind deutscher Meister, glaube ich, oder? Ist es soweit, Freunde? Das wäre der Wahnsinn. Aber erstmal gegen Wolfsburg und Wolfsburg wird schon richtig heftig, weil Maduika hat uns ja komplett abgeschossen. Ich finde, die haben auch ein ziemlich freshes Team, haben sich da ordentlich erholt. Warum auch immer Antonio auf der Bank sitzt, das wird mich sehr wundern, ehrlich gesagt. Sie spielen im Gegenpressing, haben keinen wichtigen Spieler. Okay, spannend. Aber wir gehen zur Pressekonferenz. Let's go. Wir beginnen jetzt mit der Pressekonferenz. Kurz vor Saisonende sieht es gut aus für Ihre Mannschaft. Im nächsten Spiel ein Zähler und dann sind Sie Meister. Sie sind sicher zuversichtlich, oder? Wir gehen natürlich voll auf Sieg. Wir wollen das heute endlich... Wir wollen es endlich durchbringen über die Ziellinie. Im letzten Spiel konnte VfL Wolfsburg ihr Team mühelos besiegen. Ist ein Sieg gegen diesen Gegner daher diesmal realistisch? Naja, wir werden alles geben, so wie immer. Und wie gesagt, wir gucken nur auf uns. VfL Wolfsburg will der Tabellenspitze näher rücken. Wie schätzen Sie Ihre Chancen, einen aufzuholen? Ja, es ist natürlich alles drin, ne? Es ist alles noch drin. Solange die Punkte zu vergeben sind, ist alles drin. Wir haben zwar eine richtig krasse Tordifferenz. Ich glaube nicht, dass Sie da unbedingt rankommen werden. Aber solange etwas rechnerisch möglich ist, Freunde, ist etwas rechnerisch möglich. So einfach ist es. Gut. Aber so wollen wir, glaube ich, auch direkt einfach ins Team gehen. Also, Leute, es ist angerichtet. Wirklich. Die Wochen der Wahrheit beginnen jetzt hier bei uns in der Karriere. Es steht an. Der VfL Wolfsburg trifft auf unseren FC Hansa Rostock in der Volkswagen Arena um 15.30 Uhr am 5. März 2029. Schiedsrichterin ist Franziska Hummelberg. Es regnet. Das sind wir ja eigentlich gewohnt von der Ostsee. Oder beziehungsweise bei uns im Stadion regnet es sehr oft. Eigentlich ist es gar nicht so regnerisch an der Ostsee, sondern eher mehr Sonnenschein. Aber ich bin sehr gespannt. Let's go, Leute. Auf geht's, Hansa, kämpfen und siegen. Lasst uns den Meistertitel nach Rostock holen. Let's go, komm! So, auf geht's, Hansa, kämpfen und siegen. Wolfsburg mit dem Anpfiff. Damsgaard auf Lovro Meier. Der auch schon wieder richtig stark performt bei Wolfsburg. Hat schon wieder ein paar Türchen geschossen. Ärgert mich sogar ein bisschen, weil ich ihn bei Kickbase hatte. Und natürlich kurz vorher verkauft habe. Wie das manchmal so ist, ne? Und dann gerade gegen die Bayern dachte ich so, oh, da wird er bestimmt nichts reißen. Aber hat er. So, da ist unser Freund, unser deutscher Freund, den wir alle in Deutschland so lieben, einfach Cucurella. Tja, der hat, glaube ich, eins der legendärsten Handspiele der Fußballgeschichte gebracht und es wurde nicht als Handspiel gepfiffen. Also,
Das ist, glaube ich, da haben wir an dem Tag, haben wir einfach Geschichte erlebt. Ich sag euch das, Freunde. Da ist er. Ich glaube, an dem Tag haben wir Geschichte erlebt, Freunde. Das wird nie wieder so nochmal passieren, glaube ich. Doch, schöner Pass auf Parfundi. In die Lücke, Parfundi. Parfundi, und den macht er 1:0. Oh mein Gott. Wir sind auf Kurs. 12. Minute. Sehr, sehr schön. 1:0. Komm schon. Wir sind auf Kurs. Die Kogge ist auf Kurs, Freunde. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Leute. Wir können es wirklich schaffen. Wir können es wirklich schaffen. 12 Tore in 23 Partien. Der hat sich auch wirklich brillant unter uns entwickelt. Mag den richtig gerne steuern, den Kerl. Richtig guter Spieler. Aber das Ding ist ja auch immer irgendwie gefühlt, wenn man jetzt eine neue Karriere machen würde, oder ihr den vielleicht probiert, das ist ja auch immer eine Geschmackssache, dann kommt ihr da vielleicht nicht unbedingt mit klar. Also probiert einfach echt immer aus. Wir hatten dieses Jahr wirklich so viel Glück, dass wir so viele Spieler gefunden haben, die uns so gut liegen. Also so ein Larsen ist insane, so ein Duck ist die Entdeckung schlechthin. Ich muss auch sagen, so ein Thuram entwickelt sich auch zu einem absoluten Biest aktuell irgendwie bei uns. Also es ist schon crazy. Sehr schön, Parfundi. Und da startet Kerkis in die Lücke. Jawohl, was ein Pass von Parfundi. Und Samba hat ihn. Samba de Janeiro. Schade, 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 ey. Das hätte ja auch schon das 2:0 werden können. Verdammt. So, Yen sieht hier Manu Kone. O'Reilly. Oh, sieht hier richtig gut Parfundi. Parfundi. Oh, wollte ihn nochmal auf O'Reilly zurücklegen. Schade, gute Idee. Madueke, der hat uns im letzten Spiel so ziemlich vor Probleme gestellt. Aber dann kommt Thuram und haut ihn einfach weg. Und Madueke verletzt, oder was? Das will ich jetzt natürlich nicht hoffen. Nee. Wird hier das zweite Mal umgegrätscht. Und immer wieder das Stehaufmännchen. Und Lopez, mein Gott, hat ihn und kommt raus. Hol ihn dir. Jawohl, sehr schön. Seht ihr, da prallen einfach andere Spieler jetzt mittlerweile auch an Lopez ab, Freunde. Und dann kommt so ein Pass, ne? Oh mein Gott, und da ist Sieb durch. Komm, Sieb. Sieb, Sieb. Oh, Samba noch dran. Oh mein Gott, richtig gut gehalten. Kerkis kriegt hier die gelbe Karte. Ja gut, da ist er auch ordentlich rein. ordentlich eingestiegen. King Madueke. Aber wir haben uns gedacht, ey, das passiert jetzt nicht normal, irgendwie, dass der uns so viele einschenkt. So, Eckball, Parfundi. Auf Inacio, schade. Schade, schade, schade. Schade, Schokolade. Samba mit dem kurzen Pass auf Cuzzurella. Momondi. Auf Ake. White. Oh. Parfundi Netze wohl aber auch mal haben können da, ne, an der Stelle. Madueke. Lovro Maier. Manu Kone, guter Kopfball. Gut, dass er da dran kommt, komm. Oh, was ein schöner Pass auf Sieb, come on. Sieb, und das muss es doch sein, und das ist es auch. Das 2:0 für Hansa. Let's go. Let's go, Freunde. Nice one. So wichtig, ey. So unfucking fassbar wichtig. Sehr, sehr schön. Wir sind auf Kurs, Freunde. Wir sind auf Meisterkurs. Könnt ihr es glauben? Könnt ihr es glauben? Die Karriere, alles, was wir getan haben, unsere ganzen Transfers, es trägt Früchte, Freunde. 19 Tore in 18 Partien. Ich glaube, wir haben auch den heftigsten Edeljoker der Welt gefunden. Der heftigste Edeljoker der Welt heißt nämlich Armindo Sieb. Wahnsinn. Ich sage euch ganz ehrlich, ich würde mir am liebsten auch von Sieb echt ein Trikot holen. Finde ich auch ganz cool, weil ich habe ja so eine kleine Trikotsammlung und der spielt ja aktuell bei Mainz. Und ich habe von Mainz tatsächlich noch kein Trikot. Würde ich ganz cool finden eigentlich. Eigentlich hätte ich von
Eigentlich hätte ich von Larsen auch gern Trikot. Wäre auch mal was Sonderbares, ehrlich gesagt, ne? Oh, schlechter Pass. Robert kommt raus. Sehr gut. Oh, sieht hier einfach Kerkis. Crazy. Und dann kommt der Pass auf Gusto. Eigentlich wollte ich da auf Kone spielen. Und was macht denn Kone da, Mensch? Oh, das, da hätte er ja mehr draus machen können. Uff. So, hoffen wir mal, Schiri pfeift ab. Weil keine Nachspielzeit angezeigt. Ich wollte gerade sagen, 2:0 zur Halbzeit für Hansa. Diesmal stellen wir auf Sieg bei denen zu Hause, weil im letzten Spiel haben die uns ja zu Hause ziemlich, ja, wie soll ich sagen, verprügelt. Haben aber auch mehr Ballbesitz, aber wir haben so viel mehr Chancen. Wir spielen einfach das direktere, klarere Spiel, würde ich mal einfach sagen. Ne? Direkt nach vorne, ohne großes Hin und Her. Tja, es gab Trainer, wie zum Beispiel einen Klopp, der extremes Pressing eingeführt hat. Es gab Trainer wie Pep Guardiola, der extrem Ballbesitz eingeführt hat. Und dann gibt es einfach so Gin Tonics, der erstens sehr gut schmeckt und zweitens, der einfach auch viel gar nicht, also Effizienz ins Spiel bringt, ne? Sehr viel Effizienz bringen wir ins Spiel. Oh, jetzt kommen sie aber nochmal hier. Ignacio, gut reingeschmissen. Wichtig auch. Nein, was macht denn Gusto da? Oh Mann, uff. Und hier immer noch verletzt, ne? Das ist natürlich auch ein bisschen unglücklich jetzt. Vor allen Dingen hätten wir ja Fosu Mensah sogar spielen lassen können. Okay, Darmstadt ist hier. Okay, Darmstadt, ja. Okay, jetzt kommt hier auf jeden Fall Wolfsburg doch ein bisschen offensiver. Gusto klärt ihn, beziehungsweise sorgt dafür, dass es einen Eckball gibt. Ich glaube, wir werden hier mal sicherheitshalber auswechseln. Ah ja, ihm geht schon wieder gut. Nice. Braucht sich die Verletzung also nur rauslaufen. Sehr schön. Fundi. Und da ist Duck. Komm, Duck. Duck. 3-0. Jawohl, 3-0. Duck. Wahnsinn. Wir sind auf Kurs, Freunde. Let's go, komm. Ich möchte heute Meister werden, Freunde. Ich möchte Meister werden. Das kriegen wir ja wohl hin. Die erste Entscheidung herbeiführen, Freunde. Aber wenn wir da schon mal durch sind. So ein wichtiger Titel. Vor allen Dingen haben wir dann einfach unser Soll auch erfüllt. Das, was wir vorhatten, quasi die Road to Glory mit unserem FC Hansa Rostock, mit sehr, sehr vielen Spielen selbst spielen, ohne Simulationi. Ach komm, Eckball. Lovro Maier ist da dran. Smith Rowe geht raus und Barcola kommt. Madueke. Der ist immer noch ein bisschen unangenehm. Barcola. Auf Ake. Und das war nix. Komm. Und Lopez. Schmeiß ihn weg. Uff. Das war nicht so gut. Da war auch ein ziemlicher Haufen Wolfsburger. War der eigentlich ja eben gerade noch nicht, aber er hat ihn so ein bisschen komisch geworfen, hatte ich das Gefühl. Eigentlich wollten wir da natürlich nicht hin. Kerkis. Oh nein, Kerkis verletzt. Oh, please no. Please no. Oh. Also der hat auch Verletzungspech, ne? Der Kollege. Der hat auch Verletzungspech. Das wäre jetzt natürlich wieder eine ordentliche Schwächung. Oh mein Gott. Riley, das darf ja aber auch nicht passieren. Oh, Lopez ist schneller. Jawohl, den hat er. So, ziemlich verletzungsanfällig, der junge Kerl. Sieb. Oh, schöner Pass auf Duck. Und das ist abseits. Ach, schade.
War gut durchgesetzt von Sieb da den Weg zu gehen, sonst wäre da nämlich Duck tatsächlich nicht so frei gewesen. Hätten wir den Pass nicht so spielen können. Bacola. Oh, gut gemacht. Da war auch nichts. Braucht ihr euch gar nicht beschweren, ihr Wolfsburger. Da war gar nichts, Freunde. Ah, da kommt Sieb nicht durch, ne? Aber da auch sofort wieder Ball geholt. Ball weggespitzelt. Malo Gusto, schade. Madueke, Bacola. Oh, gute Grätsche. Gusto, komm. Oh, schade. Cuzzurella. Takahashi. Ake. Mondi. Auf White, White über Außen auf Takahashi. Der auf Ake. Schade. Maier. Balogun. Da ist der Ball weg. Da spielen wir den zurück zu Lopez und Lopez lang. Oh, Madueke stellt einen Körper rein, ne? Oh, der geht zu Bacola durch. Und Bacola macht's. Schade. 3:1. Nicht zu 0 das letzte Spiel. Schade, schade, schade. Und wir hören hier die Torhymne. Ramel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 
Gut, alles klar. Wir gehen mal weiter. Und Kerk ist anscheinend nicht Döller verletzt. Das freut uns natürlich sehr. Hier passiert dann tatsächlich auch nichts mehr. Wir können noch mal ganz kurz in die Teamzentrale gehen. Glaubt ihr, Larsen kommt noch mal wieder vor Schluss? Oh, wieder fit in 6 Wochen. Nee. Oh, ist das schade, ey, dass der nicht wieder zurückkommt, ne? Das ist so schade. Na gut, kann man nichts machen, Freunde. Aber dann wollen wir erstmal an dieser Stelle die Folge beenden. Absolut erfolgreiche Folge. Wir gewinnen 6:2 gegen Inter Mailand das Hinspiel. Wir machen den Meistertitel in der Bundesliga einfach klar. Also ganz ehrlich, ich kann so zufrieden sein. Schreibt es gerne in die Kommentare, wie ihr es findet. Und ich sag's nochmal, unser FC Hansa Rostock ist deutscher Fußballmeister. Ist das geil, Freunde, ist das geil. Und ich würde mal sagen, vielen lieben Dank für die Aufmerksamkeit. Und dann sehen wir uns bei der nächsten Folge. Da steht dann das Rückspiel gegen Inter Mailand an. Und ja, ich bin sehr gespannt. Wir haben noch 2 Titel, die wir holen können und wir wollen sie alle holen. Also, vielen lieben Dank fürs Zuschauen und dann sehen wir uns bei der nächsten Folge. Bis dahin, köstliche Grüße, dein Gin Tonics. Ciao!